Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Traps and Treasures. Da bekomme ich sofort wieder gute Laune, sobald ich diese Musik höre. Jeremy Flynn, die Vorgeschichte kennen wir schon, wir spielen den Jeremy Flynn und ich würde sagen, wir starten direkt mal in den ersten Level rein, wie versprochen. Und dann schauen wir mal, was für schaurige Abenteurer auf uns warten. Passwortsystem gibt es ja auch für die vier verschiedenen Level. Die habe ich, die Passwörter, ja, deswegen können wir uns auch jeden Level ansehen, aber wir starten natürlich im allerersten Level. Die Nadelöhrlagune. Die raue See lässt dein Boot wie wild umherschaukeln. Ein Weilchen noch gelingt es dir, gegen die tosenden Wellen anzukämpfen. Doch da schmettert dich schon ein Brecher gegen den vor dir liegenden Felsen. Nun bleibt dir nichts anderes übrig, als die Insel schwimmend zu erreichen. Und genau da ist der Moment, wo wir einsteigen. Mach dich bereit, Flynn. Wir spielen ja, wie gesagt, Jeremy Flynn, den Piraten. Das hier ist er. Wir haben ein Messer dabei, wir können springen, wir können jumpen, wie in jedem Jump'n'Run auch. Hier in diesen Vasen sind Extras versteckt. Bei diesen Vitaminen, die wir oben rechts sehen, sobald die sich auffüllen, bekommen wir einen Lebensbalken dazu. Aber da das Spiel relativ schwer ist, oder ich mich zumindest ein bisschen blöd vielleicht anstelle, vielleicht war ich damals besser, ich weiß es nicht so genau, werden wir jetzt erstmal die Cheats für unendlich Energie einschalten. Ja. Und da geht's los. Natürlich, Sinn der Sache ist es auch hier die Gold- und Silbermünzen einzusammeln. Muss man ein bisschen aufpassen vor diesen Muscheln, denn mit jedem Hit, den man verpasst bekommt von einem Gegner, verliert man Energie. Muss uns jetzt nicht unbedingt tangieren, da wir unendlich Energie haben. Aber muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich will es ja auch relativ realistisch spielen. Gucken wir doch mal, was in diesem Buch drin steht. Diese Steine sehen sehr mürbe aus. Ja, sie halten wohl keinen größeren Belastungsstand. Springen und nach unten drücken. So war das, glaube ich, oder? Ja, genau, Feuer. Feuer drücken, genau. Nach oben springen und Feuer drücken, dann kann man diese, ja, Sandblöcke zerschmeschen. Gucken wir noch mal ein bisschen, was hier unten auf dem Meeresboden liegt. Vorsichtig vor diesem komischen Seestern. Ah, ja, jetzt haben wir den Fisch berührt. Jetzt hätten wir einen Energiebalken verloren. Dieser blöde, giftige, grüne Fisch. Genauso wie der Seestern, den ich jetzt gar nicht gesehen habe. Na gut. Schwimmen wir mal ein bisschen weiter oben. Wieder Achtung vor dem Fisch. Achtung, Achtung. Oh, da kommt auch schon der erste Gegner. Den kriegen wir aber kaputt mit unserem Messer. Das ist unsere Startwaffe. Wir können nachher in den Shops auch noch bessere Waffen kaufen, die natürlich dann dementsprechend auch besseren Schaden anrichten oder mehr Schaden anrichten. Und Aufgabe ist natürlich, unsere Crew zu befreien. Das sehen wir unten in der Mitte. Crew, 9 Personen müssen wir noch befreien. Das ist jetzt der erste, den wir befreien. Dafür bekommen wir natürlich auch Punkte. Achtung vor diesen komischen Muscheln, die abheben und Rakete spielen. Ja, auch tote Piraten gibt es hier zu bekämpfen. Ja, ich wusste doch, da kommt doch eine Kanonenkugel her. Dann gehen wir mal rein in den Shop. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hier können wir Vitamine kaufen. Ein paar Vitamine zur Stärkung. Da fühlt man sich gleich wieder ein bisschen frischer. Einen schönen Eintopf. Hm, klar. Ich bin in der Karibik und kaufe mir einen Eintopf, genauso wie hier einen Schmorbraten in der Karibik. Riecht doch gut, nicht wahr? Ist übrigens sehr nahrhaft. Ja, und die Apotheke. Mit dem kleinen geheimen Mittelchen fühlst du dich gleich stärker. Kann man natürlich seine Lebensenergie wieder aufbauen. Schade, dass er jetzt keine Waffen hier verkauft. Aber früher oder später werden wir sicherlich auch noch einen Shop finden, der uns Waffen verkauft. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ah, Achtung, Seestern. Uiuiui, das war knapp. Und da seht ihr auch, warum man, oder warum es so wichtig ist, das Gold einzusammeln. Halt, damit man Upgrades kaufen kann. Und die machen es im späteren Spielverlauf dann wirklich leichter, wenn man bessere Waffen hat. Zum Beispiel schön den, es gibt es hier Kanonenkugeln, kann man, glaube ich, abfeuern. Oder eine Kanone selbst kann man sich kaufen. Und Morgenstern kann man sich kaufen. Und dadurch wird es natürlich dann gleich viel leichter. Ah, den haben wir jetzt nicht kaputt bekommen. Egal. Hier springen wir drüber, dann startet der. Sehr schön. Mal gucken, was in dieser Vase drin ist. Das können wir einsammeln. Wenn wir einen Totenkopf einsammeln, dann verlieren wir all unsere Vitamine, die wir bis dahin bekommen haben. Ja, auch das kann der Jeremy wunderbar sein Piratentuch, seine Piratenflagge ausfahren und damit dann zum Boden schweben. Was nämlich auch gut ist, hier gibt es nämlich Fallschaden. Und ab einer gewissen Höhe, wenn man dann runterfällt, stirbt man. Natürlich nicht, wenn man ins Wasser fällt, aber wenn man normal auf Stein fällt. Hallo Jeremy! Wir hatten schon befürchtet, ich hätte sie auch erwischt. Pass auf! Vor ein paar Tagen hatte ich die Gelegenheit, ein Gespräch zwischen zwei Piraten zu belauschen. Anscheinend gibt es hier in der Nähe einen geheimen Durchgang.
Dem einen muss wohl der Schlüssel dazu ins Meer gefallen sein, der am nächsten Tag den Haien zu Fraß vorgeworfen wurde. Das ist natürlich nicht so schön. Achtung vor dem Vogel hier. Der nervt. Ähnlich wie Fledermäuse. Ah, komm her. Der nervt wirklich. Aber nach 3 Hits ist er kaputt. Sehr schön. Hui. Okay, Wasser. Kein Problem. Also, einen Schlüssel müssen wir finden, der hier irgendwo im Meer liegt. Erstmal nehmen wir uns noch das Gold mit. Wenn die schon unser Schiff hier überfallen. Achtung vor der Quappe. Nicht Quappe, wie heißen die Dinger denn nochmal? Ist ja auch egal. Ey, hier finde ich übrigens auch sehr lustig hier unten. Der Krebs, der da einfach mal hier schön die Muscheln nach oben schmeißt. Natürlich nur, um uns zu ärgern, das ist ja klar. So, Schlüssel. Wieder übersehen. Da hinten ist er ja. Da war ich schon genau richtig und habe den Schlüssel übersehen. Hier, dieses blinkende Ding. Ding, das ist der Schlüssel, den wir brauchten. Brauchen wir am Ende, um den, glaube ich, den Levelausgang zu öffnen. Also wir werden es durchaus schaffen. Ich sehe gerade, dass ich von den Einstellungen her ein bisschen was falsch gemacht habe. Die Tools ändern sich immer unten, wenn ich nach oben springe. Da werde ich mal ganz kurz in den Optionen nachschauen. Ganz klein, Moment bitte. Wir sind sofort wieder da. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Mein RTL. Und da sind wir auch schon wieder. Konfigurationsprobleme behoben. Geht's jetzt weiter. Schön, dass diese Muschel eine Kiwi rausgeschmissen hat. Ja, die erwische ich wieder nicht. Egal, dann startet sie. Muss man hier ein bisschen aufpassen. Den Sandstein. Dass man sich da selbst nicht verbaut. Denn wir finden hier ein Kartenstück. Wofür auch das immer gut ist, habe ich jetzt gerade so nicht in Erinnerung. Aber egal. So, was haben wir hier? Fehlt uns hier noch was? Vermutlich. Gucken wir uns halt mal ein bisschen um hier. Noch ein bisschen Gold mit. Wir haben noch den Schlüssel und mit dem Schlüssel müsste man eigentlich diesen Käfig aufmachen, wo das dann weitergeht in den nächsten Levelabschnitt. Ach komm, blöder roter Fisch. Keiner mag dich. Muss ich nochmal gucken. Müssen wir nochmal gucken. Fast. Ich habe immer Angst vor dieser Quappe, die immer noch keine Quappe ist. Moment, man muss dann, glaube ich, eine Taste drücken. Genau, die Leertaste, um die Tools zu benutzen. Hätte ich auch sofort drauf kommen können. Das war, glaube ich, ein Heiltrank. Und jetzt müssen wir hier unten, da kann ich mich noch dran erinnern, Kästen nach oben holen. Erstmal holen wir uns hier natürlich wieder das Gold, ist klar. Und diese dann nämlich auf einer Plattform dort oben zu stapeln, damit wir überhaupt weiterkommen in dem Level hier. Und dann kann ich euch gleich einen netten Bonus-Level zeigen. Hat nur rein zufällig Gemeinsamkeiten mit Super Mario. So, und um da oben rechts hinzukommen, müssen wir nämlich hier uns eine eigene Treppe bauen. Dafür müssen wir jetzt noch ein paar Mal hier runtertauchen. Den Verkehr beachten, von links nach rechts. Wow, das war wieder knapp. Ja, ich mag dieses Spiel. Einfach die Atmosphäre, die passt vollkommen. Ja, ich komme mir wirklich vor wie in der Karibik. Zwar ohne all inclusive, aber hey, man kann ja nicht alles haben. Den packen wir da hin und den nächsten dann noch da oben drauf und dann kommen wir da hoffentlich hoch. Ach, der hat mich doch gar nicht berührt. Schweinerei. So, komm hier hoch. Nee, nicht dahin. Dahin, und da müsste das klappen. Genau, klappt auch. Perfekt. Die stellen wir mal hier hin. Ja, das war natürlich wieder super von mir. Komm schon. So, perfekt. Die Kanone kann mir noch nichts antun. Hier ein bisschen aufpassen. Ja, wieder so ein doofer Vogel hier. So, wo muss ich denn jetzt als nächstes hin?
eventuell hier die Sandsteine kaputt machen? Ah, renne ich doch genau in den rein. Den kann ich auch nicht töten. Das ist super. Wo geht's jetzt weiter? Ah ja, hier, natürlich. Achtung, jetzt kommt gleich der Bonus-Level, wenn ich ihn erreiche. Und ich vorher von der Kanone abgeschossen werde und überhaupt darüber jumpen kann. Eieieiei. Ich und Jump'n'Runs. So sehr ich dieses Spiel auch liebe. Aber das Genre, das sagt mir eigentlich gar nichts zu. Ja. Achtung. Bam! Ab in den Bonus-Level! Jetzt fehlt nur noch die Super Mario-Musik. Aber es ist natürlich gut hier jetzt, um Kohle einzusammeln. Kommt man natürlich nur durch Zufall drauf, ist klar. Bin ich im ersten Playthrough bzw. in der Probeaufnahme auch wirklich nur durch Zufall drauf gekommen. Ich konnte mich zwar irgendwie erinnern, dass es sowas gab wie Bonuslevel, aber dass hier unter dieser bzw. über dieser Kanone einer von diesen Bonusleveln ist, das war mir neu, mehr oder weniger. Aber ich glaube, wir müssen den Weg weitergehen hier, diese Stelzen nach oben, um dort oben noch ein paar Kollegen zu befreien. Die vergesse ich nämlich gerne mal. Ah, komm. Wie fies. Ja, natürlich. Und da seht ihr schon, jetzt wäre ich, spätestens jetzt wäre ich schon pott. Kommt da der doofe Vogel an. Man konnte das damals auch immer wunderbar mit einem Dauerfeuer-Joystick spielen. Umso schneller hat er dann zugestochen. Geht's hier weiter? Ja, nicht wirklich. Gehen wir erstmal in den Shop rein. Gucken wir, was wir da so finden. Hier haben wir den Morgenstern, den meint ich doch. 770 Gold haben wir, dann kaufen wir den. Und wer das erste Video gesehen hat zu Traps and Treasures, wo ich die Vorgeschichte erzähle, der wird sich jetzt vielleicht daran erinnern, bei diesem Würfelspiel hier, gewinne deinen Einsatz dazu oder verliere ihn. Ja, die Geschichte, wo Roman Werner bei Starbucks im Büro saß und gewürfelt wurde, ob er mehr Geld für die Entwicklung bekommt oder weniger. Machen wir das mal. Ich wähle gerade. Oh nein! Gleich nochmal. Ich wähle ungerade. Okay, einmal noch, du Abzocker. Ich wähle wieder ungerade. Ja, bitte, geht doch. Kartenteile kann man auch kaufen. Nehmen wir mal 4 Stück mit. Wenn man die nämlich dann benutzt, dann sieht man einen etwas größeren Bildschirmausschnitt. Und dann sehen wir auch schon, dass wir rechts oben hin müssen. Da sind wieder irgendwelche Gefangenen. Die werden wir dann nochmal befreien. Deswegen sind wir ja hier. Ach, warum versuche ich denn über den rüber zu springen? Mann! Das ist dann unser neuer Morgenstern. Der tötet die stärkeren Gegner dann etwas leichter. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier oben hochkomme. So. Ah ja, bitte, geht doch. Das war jetzt nicht so schwierig. Aber ich glaube, diese Kiste, die brauchen wir, um unseren Kollegen zu befreien. Oh, ja. Perfekt. 4 Stück nur noch. Wo müssen wir jetzt entlang? Lassen wir ihn erstmal seine Muscheln nach oben werfen. Okay. Wie komme ich da nochmal hin? Ich drücke nochmal kurz auf den Kartenausschnitt. Den Weg da entlang und dann, das könnte klappen eventuell. Ach, jetzt kann ich mich dran erinnern. Hier brauche ich eine Leiter, um dann überhaupt da hochzukommen. Die Leiter ist irgendwo unter Wasser. Aua. Na gut, dann besorgen wir uns erstmal eben die Leiter. Toll, die habe ich wieder nicht gesehen, die beiden. Ja, natürlich der Nachteil des Amigas, dass der Bildschirmausschnitt nicht so groß war. Jetzt hätte man die Gegner natürlich viel schneller sehen können, viel früher. Aber ich will nicht meckern. Ich will mich jetzt erstmal tauchen nach einer Leiter, die wir hier irgendwo unter Wasser bekommen. Ich würde sagen, den ersten Level, den zeige ich euch jetzt mal komplett, wie ich den durchspiele. Und die anderen 3 Level, die zeige ich euch dann nicht ganz, weil ich sie nämlich auch nicht ganz durchspielen kann. Muss ich mir mal eine Komplettlösung besorgen. Oder vielleicht mal ein Playthrough angucken. Aber die anderen 3 Level zeige ich euch dann halt in Teilen, sagen wir es mal so. Ja, da mich dieser komische Fisch hier beschießt.
Ich kann an keiner Schatztruhe dran vorbei. Ich muss jede Schatztruhe einsammeln. Und ich glaube, wir müssen hier einen Weg entlang schwimmen. Ja, das war wieder clever von mir. Egal. Hört ja uns Fisch uns noch ein paar Mal. Denn hier ist bestimmt irgendwo diese komische Leiter verborgen, die wir brauchen. Um dort dann weiterzukommen. Hier kann ich nur oben entlang, durch die Strömung. Danke, sehr nett. Kann natürlich unter Wasser meine Waffen nicht benutzen. Wo gab's hier denn nochmal die Leiter? Hey Jemine. Hier nicht. Hier gibt's wieder Gold. Gut, nehme ich mit, aber... Irgendwo gab's die, ihr blöder roter Fisch. Genau wie der grüne Fisch. Da ist er doch, die Leiter. Perfekt. Damit können wir dann nämlich... Und hier rechts seht ihr, hinter der Wand, da liegt noch ein Seil. Das müssen wir uns auch noch besorgen. Aber erst einmal haben wir jetzt die Leiter und versuchen damit jetzt unsere Kollegen zu befreien. Denn wir müssen alle Kollegen befreien, bevor wir überhaupt den Level beenden können. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon wieder tot gewesen wäre. Ein Hoch auf den Trainer. So. Einmal dieses, einmal jenes. Machen wir das mal so. Und dann passt das. Können wir die da oben nämlich befreien. Und dann sind es nur noch zwei. Und bei den zweien. Da weiß ich in etwa, wo die sind. Ha. Jetzt machen wir uns hier noch das Gold. Ah, hi, hi, hi. Hab mich nicht gesehen, Gott sei Dank. So, le. Ah, Mist. Oder muss ich hier oben weiter? Ja. Befreien wir ihn erstmal, damit nur noch ein. Und am Ende des Levels finden wir dann auch einen Kompass. Sobald man diesen Kompass gefunden hat. Oh, noch eine Karte. Beginnt nämlich der Countdown zu laufen. Habt ihr euch schon vielleicht gefragt, warum dort unten Zeit steht? Hoppala, gut gemacht. Da hat man dann, glaube ich, nur noch 2 Minuten Zeit, den Ausgang zu finden. Toll. Aber das schaffen wir, weil in dem Level ist, glaube ich, Mist. Ist der Kompass direkt neben dem Levelausgang, wenn ich mich recht erinnern kann. Hier muss ich auf jeden Fall runter ins Wasser. Oben nehme ich dieses Seil zu besorgen. Hier kann ich nicht entlang wegen der Strömung. Müssen wir wieder einen anderen Weg schwimmen. Jetzt sind wir einmal gut durchgeschüttelt. Jetzt die Frage, wo genau war das jetzt? Also hier der Weg anscheinend nicht. Muss ich wahrscheinlich den ganzen Weg... Ja, 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 jetzt weiß ich wieder. Jetzt muss ich nach links schwimmen. Genau. Ach, Mensch. Man vergisst alles so schnell. Nach knapp 25 Jahren. Ja, ich weiß, es sind nicht 25 Jahre. Oh nein. Die eine Münze verloren. Aber dennoch, man vergisst so schnell. Ich hatte ja auch den ganzen Titel des Spiels vergessen. Und gefragt, nanu, muss ich oben entlang schwimmen? Okay. Und durch puren Zufall, wirklich durch puren Zufall, habe ich dieses Spielchen wieder entdeckt. Wie herrlich. Dazu die tolle Geschichte, die das Spiel genommen hat, was ich auch vorher natürlich nicht wusste. Grandios. Ach, dann lassen wir den einen Sack halt da liegen. Wenn wir nämlich in den zweiten Level gehen, dann machen wir das wahrscheinlich... Wow, durchgedrehte Muscheln. Machen wir das wahrscheinlich mit einem Passwort. Und dann bringt mir das Gold, was ich jetzt einsammle, ohnehin nix. Aber ich komme hier nochmal durch, sehr schön. Dann kriege ich den ja nur noch, den Goldsack. Geldsack. So, jetzt aber mit großen Schritten Richtung Levelausgang. Na toll. Müssen wir hier nochmal einen kleinen Umweg schwimmen. Macht ja nichts. Sind wir sowieso schon komplett durchnässt. Macht das auch nichts mehr. Ein Wort zur Musik. Die finde ich absolut passend. Genauso stilistisch wie das ganze Spiel an sich. Oh, hier neben dem Shop muss man irgendwo das Seil hinwerfen. Ich glaube hier in etwa. Ein. Hier. Da oben ist dann nämlich noch ein Gefangener. Oder war es hier? Da wäre der Kompass, den ich jetzt noch nicht einsammle, denn sonst haben wir, wie gesagt, nicht mehr genug Zeit. Ist doch gar nicht. Das war doch hier irgendwo.
Natürlich auch die Frage, wie kommt man auf sowas? Ja, Trial and Error, ganz klar. Ja, bitte. So, befreien wir ihn noch hier. Geschafft! Alle meine Männer sind befreit. Nun wird es aber ganz schön brenzlig, denn Philip Chafe, das Hackbeil, hat seinen Wachposten verlassen, um mich zu kriegen. Nun aber schnellstens zum Ausgang. Guck mal an. Da läuft die Zeit tatsächlich jetzt schon ab. Aber ich will noch in den Bonus-Level. Den nehmen wir mit. Obwohl das natürlich doch ganz praktisch. Da kann ich an der Stelle hier einen kleinen Cut machen, wenn wir den zweiten Level erreicht haben. Und kann euch dann den zweiten Level auch so ein bisschen zeigen. Mit dem Gold, was wir jetzt schon erspielt haben. Erinnert mich ein bisschen an Sternzahler. Kennt noch jemand das Märchen? Ne? Sternzahler? So, jetzt aber schnell den Kompass einsammeln. Der uns dann demnächst auch anzeigt, wo unsere Männer sind, in welche Richtung wir dort müssen. Da haben wir den Kompass. Und er zeigt uns auch den Weg zum Ausgang an. Habe ich euch jetzt Quatsch erzählt und er zeigt uns nur den Weg zum Ausgang an oder auch den Weg zum nächsten Mann? Egal, gehen wir durch den Ausgang. Ab in den zweiten Level. Jeremy Flynn winkt uns nochmal zu. Gut gemacht, yay. Ja, für die Zeit bekommen wir natürlich auch noch Punkte, genauso wie für die Früchte und alles andere, was wir eingesammelt haben. Und das ist das Passwort für den nächsten Abschnitt. Nicht, dass ich euch das jetzt spoiler, dann guckt lieber weg. Gut, das war der erste Level zu Traps and Treasures. Wir sehen uns in der nächsten Episode und spielen dann den zweiten Level. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.